möchte euch am Anfang hineinnehmen in eine vielleicht gar nicht so untypische Situation unserer Familie. Wir haben uns vorgenommen, einen Ausflug zu machen. Wir wollten eigentlich um 15 Uhr starten. Jetzt ist es 16 Uhr und wir sind immer noch nicht auf dem Weg. Wo liegt das nur dran und vor allem an wem liegt das? Na klar, du hast den Mittagstisch abgeräumt und hast viel zu lange dafür gebraucht oder Du solltest dich anziehen und du bist jetzt immer noch nicht fertig. Oder du solltest unsere Sachen für den Ausflug zusammenpacken und jetzt kam dieser Telefonanruf und du bist immer noch nicht fertig damit. Oder wenn du nicht so lange Mittagsschlaf gemacht hättest, dann wären wir schon längst fertig. Und und und. Das ist typisch. Wenn Dinge schief laufen, dann sind wir frustriert, verärgert und dann kommt schnell die Frage, wer hat denn Schuld? Das Problem dabei ist schlechte Stimmung. Jeder sagt, nee, an mir liegt es nicht. Und wir kommen immer noch nicht los, weil wir diskutieren und weil am Ende auch, und am Ende hat keiner mehr Lust so richtig an dem Ausflug. In der Corona-Krise laufen auch Dinge schief, jede Menge, auf vielen Ebenen. Zum Beispiel die Hamsterkäufe. Und dann gibt es... Kein Mehl mehr, kein Klopapier mehr. Oder Menschen verlieren ihren Job, müssen in Kurzarbeit. Oder Selbstständige können ihre Arbeit nicht mehr ausüben. Oder Firmen gehen in die Insolvenzen. Die Wirtschaft rutscht in eine Rezession. Menschen leiden unter den Beschränkungen der sozialen Kontakte und drehen am Rad. Und andere erkranken an Covid-19. Manche schwer, manche sterben da liegt es nahe die schuldfrage zu stellen und so kommen dann die verschwörungstheorien in den umlauf pastor arne Völkel hat in seiner letzten predigt darüber gesprochen wie ist das bei dir ich bitte dich jetzt ein wenig über die folgenden fragen nachzudenken wo hast du in letzter zeit die schuldfrage gestellt wo hat jemand in deinem Umfeld die Schuldfrage gestellt? Wie war das? Wie hast du dich gefühlt? Und was hat es gebracht? Es ist doch so, auf die Schuldfrage gibt es meistens keine eindeutige Antwort. Dafür sind die Situationen viel zu komplex. Meistens sind mehrere daran beteiligt, vielleicht sogar alle. Und vielleicht gibt es Faktoren, die wir noch gar nicht kennen. Der Punkt ist, in dieser Corona-Krise und in den vielen großen und kleinen Krisen deines Lebens, bringt uns die Schuldfrage überhaupt nicht weiter. Sie hilft dir nicht aus der Krise. Ich möchte dich heute ermutigen, in einer Situation, die für dich kritisch ist, die dich nervt, die dich belastet, die dich irritiert, die Schuldfrage nicht zu stellen. Ich möchte dir zeigen, wie du davon wegkommen kannst, die Schuldfrage zu stellen. Und dabei kann uns ein Bibeltext helfen. Aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 30, die Verse 1 bis 8. Als David und seine Männer zwei Tage später in Ziklag ankamen, fanden sie die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Die Amalekiter waren in den Negev eingefallen und hatten Ziklag verwüstet. Sie hatten alle Frauen und Kinder in der Stadt als Gefangene verschleppt, aber niemand getötet. Als David und seine Männer die niedergebannte Stadt sahen und feststellten, dass ihre Frauen und Kinder gefangen weggeschleppt worden waren, schrien sie laut auf und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren unter den Gefangenen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Karmel. David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Er befahl dem Priester Abjatar ben Ahimelech, das Effort zu bringen. Dann fragte er Jahwe: Soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Ja, verfolge sie, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen befreien, erhielt er zur Antwort. David, später König von Israel, ist mit seinen Leuten in einer schwierigen Situation. Vielleicht ist es die schwierigste Situation seines Lebens. David wurde inoffiziell vom Propheten Samuel zum König ernannt. Aber es gibt noch einen anderen König, Saul, und der ist auf David gar nicht gut zu sprechen. David hat 600 Männer plus Frauen und Kinder und seine Herden um sich geschart und ständig ist er auf der Flucht vor König Saul und seiner Armee. Er wird gejagt, sie werden gejagt wie ein Hund einen Hasenjagd. Und schließlich verlässt David das Land, mit seinen Leuten sucht er Unterschlupf bei den Philistern, den Erzfeinden Israels, und er verdingt sich als Söldner bei einem Stadtkönig. Dafür erhalten sie einen kleinen Ort, Ziklag als Wohnort, etwa 65 Kilometer südwestlich von Jerusalem in Höhe des Gazastreifens wenn wir das so hören, ahnen wir, das ist wirklich ein gefährliches spiel, das david da macht. die situation eskaliert. die philister werden misstrauisch. sie schicken david und seine leute nach hause. kein bedarf mehr für ihre söldnerdienste. und als die dann frustriert und enttäuscht nach drei tagen Tagesmarsch, tagesmärsche in brütender hitze in ziklag ankommen, Sehen Sie schon von weitem, dass da etwas schiefgelaufen ist. Rauch steigt auf, alle Häuser sind eingerissen, zerstört, niedergebrannt von dem feindlichen Stamm der Amalekiter. Und als Sie dann vor Ort sind, sehen Sie, Ihre Frauen sind weg, Ihre Kinder und auch Ihr ganzer Besitz, Ihre Herden, alles geraubt, wegschleppt. Die Männer stehen unter Schock. Sie schreien vor Wut. Vor Enttäuschung, vor Entsetzen. Sie weinen so lange, bis sie nicht mehr können. Ihre Existenz ist vernichtet. Erst wurden sie gejagt und verfolgt in ihrer Heimat, dann misstrauisch abgelehnt von den Philistern und jetzt ist ihnen alles genommen, was sie noch haben. Das ist die Megakrise ihres Lebens. Wie reagieren sie? Und wir sehen jetzt in dieser Geschichte zwei unterschiedliche Reaktionen, die möglich sind auf so eine Krise. Zunächst einmal schauen wir uns die Leute von David an. Sie sind erbittert, sie sind wütend und gleichzeitig fühlen sie sich ohnmächtig. Ihre Söhne und Töchter sind nicht mehr da. Sie können nichts tun. Das ist wirklich ein explosives Gebräu von... Wut, Schock, Trauer, Hilflosigkeit. Und dann plötzlich kommt die Frage, wer ist denn eigentlich schuld an dem Ganzen? Und schnell ist klar, David. Natürlich, es war doch seine Idee, zu den Philistern zu gehen. Und so richten sich all die negativen Gefühle auf David. Wut, Trauer und Hass. Und sie wollen ihn umbringen, steinigen. Was wird ihnen das bringen? Gar nichts. Im Gegenteil. Das würde die Situation nur noch schlimmer machen. Die Schuldfrage führt immer in eine Sackgasse. Sie ist nie konstruktiv. Sie bringt uns nicht weiter. Aber es gibt eine Alternative zur Schuldfrage und die sehen wir bei David. Wir müssen verstehen, für David war diese Krise noch härter, noch heftiger als für seine Leute. Denn er stand unter dem Druck diese 600 Männer auf ihn ausüben, die ihm die Schuld zuschoben, die ihn steinigen wollten. Jetzt könnte er auf das Spiel mit der Schuldfrage einsteigen. Er könnte sagen, nein, ich bin nicht schuld, ihr seid schuld. Oder er könnte sagen, jetzt reicht's es mir, ich haue ab. Ich bin enttäuscht von euch. Jetzt wird es mir zu brenzlig. Aber David, lesen wir, reagiert ganz anders. In Vers 6 heißt es, er holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Das ist faszinierend. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Es wird nicht beschrieben wie, aber wenn Gott ins Spiel kommt, dann ist das immer zuerst ein innerer Prozess. Ich denke, David denkt an Gott, an seinen Gott, an den Gott, den er kennt, mit dem er schon früher Erfahrungen gemacht hat. Dieses Denken an Gott, so stelle ich mir das dann vor, geht bei ihm ins Gebet über. In eine direkte Ansprache. David sagt Gott, hilf mir. Ähnlich vielleicht, wie Mose das gemacht hat, als er in einer vergleichbaren Situation war. Im zweiten Buch Samuel Kapitel 17 Vers 4 heißt es, dass Mose schrie, was soll ich nur mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. So weit, so gut. Ich denke, das können wir gut nachvollziehen, an Gott denken und zu ihm beten. Aber dann heißt es, David holte sich Mut bei Gott. Mut ist das, was David in seiner Situation am dringendsten braucht. Mut ist das Wichtigste, was du in deiner Krise brauchst. Mut, das ist die Kraft. Das gibt die Kraft zu handeln. Mut, es gibt die Kraft, nicht zu resignieren. Mut gibt die Kraft, einen guten und wichtigen Schritt zu tun. Mut ist das Gegenteil von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und David holt sich Mut. Geht das? Ich meine, bei der Tankstelle kann ich mir ein Bier holen. Bei Aldi, da kann ich mir im Prinzip zumindest eine Packung Klopapier holen. Aber wo? Kannst du dir Mut holen? David würde sagen, bei Gott. Wörtlich kann man diesen Vers 6 auch übersetzen: David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Sich stärken. Wir gebrauchen diese Redewendung auch, wenn wir etwas essen, vor einer anstrengenden Arbeit oder einer langen Reise. David denkt an Gott, David wendet sich Gott zu. David schreit zu Gott, das alles tut er, um in Verbindung mit Gott zu kommen. Nicht zuerst, damit alle seine Wünsche erfüllt werden. Er sucht dieses Geheimnis einer Verbindung mit Gott. Und er erlebt, dadurch fließt ihm Kraft zu. Das ist wie Essen, wie Kalorienzufuhr vor einer schweren Arbeit. Das ist Nahrung für seine Seele, Kraft seine Gedanken so holt sich David Mut. Und zu diesem sich in Gott stärken gehört auch noch, dass David Gott fragt, was soll ich tun? Damals gebrauchte man für solch eine Frage einen Effort, das ist ein Priesterschutz, da waren zwei Lose drin, die wurden geworfen und durch diese Lose hielt der Priester dann eine Antwort, was Gottes Wille war. Die Details sind jetzt egal. Entscheidend ist David kriegt eine Antwort von Gott und diese Antwort Gottes ist so machtvoll, dass sie 600 Männer aus der Verzweiflung reißt und sie stark macht, das Richtige zu tun. Bitte lies einfach nochmal für dich selbst heute diesen Bibeltext zu Hause nach und dann siehst du, wie die Schritte, zu denen David und seine Männer ermutigt wurden durch die Antwort Gottes, wie diese Schritte wirklich gut und hilfreich waren. Was lernen wir jetzt aus dieser uralten Geschichte, aus der Bibel? Was zeigt uns Gottes Geist dadurch? Eine erste Ebene. Hör auf, in deiner Krise die Schuldfrage zu stellen. Hör auf, dich zu beklagen. Hör auf, andere und dich selbst anzuklagen. Tu stattdessen das, was für dich wichtig ist. Frage dich. Was kann ich jetzt tun, was mir Kraft und Hilfe gibt? Vielleicht sind das Dinge, die bei dir im Alltagsstress schon lange hinten runtergefallen sind. David zum Beispiel hatte vorher eine lange Zeit Entscheidungen getroffen, ohne die Frage zu stellen, Gott, was willst du? Aber jetzt in dieser Situation, unter dem Druck der Krise, fragt er sich das, weil er weiß, weil er spürt, das ist wichtig für mich. Frage dich, was ist jetzt wirklich wichtig für mich? Woraus kann ich Kraft ziehen? Was gibt mir innerlich Stärke? Vielleicht ist das das Thema Beziehungen, Kontakt zu alten Freunden. Vielleicht spürst du, es wäre jetzt gut, in meine Partnerschaft zu investieren. Vielleicht möchtest du ein Buch lesen, was schon lange liegt, wo du schon lange denkst, das sollte ich mal anpacken. Vielleicht ein altes Ziel, was du schon lange vor Augen hast, aber nicht verfolgt hast, was im Stress liegen geblieben ist, pack es einfach an. Das ist zehnmal konstruktiver in einer schwierigen Situation, als die Schuldfrage zu stellen. Als ich in den letzten Wochen mit vier gebrochenen Rippen zu Hause herumschlich, da habe ich angefangen, Leute anzurufen, mit denen ich schon Lange sprechen wollte, wo ich nicht zugekommen war. Und das hat mir gut getan. Eine zweite Ebene, die es aber auch gibt und zu der uns diese Geschichte ermutigt, lass uns David ernst nehmen. David holte sich Mut bei Gott, er stärkte sich bei Gott, lass uns von David lernen. Denke an Gott. Wo ist er dir früher einmal begegnet? Was für Hoffnung hast du? einmal mit Gott verknüpft. Erinnere dich an positive Aussagen über Gott, über Jesus, seinen Sohn in der Bibel. Erwarte Hilfe von ihm. Und dann sprich Gott an. Schreie zu ihm. Schütte ihm dein Herz aus, schildere deine Not, sag ihm, was du brauchst. Sprich deine Fragen aus, auf die du selbst keine Antworten hast. Und vergiss bei all dem dich der Punkt ist nicht, dass Jesus dann alle deine Bitten und Wünsche erfüllt, sondern der Punkt ist, dass du in eine Verbindung mit Gott hineinkommst, eine Verbindung, die dich stärkt. Das ist das eigentliche Geheimnis vom Glauben. Dafür ist Jesus gekommen und am Kreuz gestorben, damit das möglich ist, auch für dich. Gott wartet auf dich. Gott ist auch für dich die ultimative Quelle für innere Stärke und Mut. Jesus hat das einmal so gesagt: Ich bin ein Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist genau dieses Geheimnis, was David hier auch gefunden und gelebt hat. Und dann gehört auch dazu: Frage Gott, was soll ich tun? Das ist eine Schlüsselfrage wenn es um die Verbindung mit Gott geht, um die Beziehung mit Jesus geht. Geh mit dieser Frage schwanger, bewege sie lange in deinem Herzen. Diese Frage öffnet dein Herz für Gott, bereitet dich auf eine Begegnung, eine Verbindung mit Gott vor. Meine Erfahrung damals, als ich von Dortmund, von Berlin nach Dortmund kam, war auch, dass ich mich gefragt habe, was soll ich tun, Gott? Und dann, in einem längeren Prozess hat Gott sehr deutlich gemacht, dass es für mich nach Dortmund ging. Und das war so eine tiefe Erfahrung mit Gott, da habe ich immer wieder von erzählt seitdem. Noch ein letzter Gedanke für uns als Gemeinde. In der Corona-Krise läuft manches sicherlich nicht rund. Aber auch hier lasst uns nicht die Schuldfrage stellen. Wer müsste was anders machen? Wer müsste was besser machen? Wer hätte sich besser anders verhalten? Lasst uns miteinander Mut bei Gott holen. Stärken wir uns in unserer Beziehung mit Gott. Miteinander. Fragen wir, was sollen wir tun? Liebe Gemeinde, das Thema geistlicher Aufbruch ist heute wichtiger als je. Der Raum der Stille den wir eingerichtet haben, ist ein Zeichen, das wir gesetzt haben, mit dem wir sagen, uns ist das wichtig, auf Gott zu warten, auf ihn zu hören, bei ihm Mut zu tanken, Kraft zu bekommen. Und deswegen finde ich es super, dass eine ganze Reihe von uns sich regelmäßig verabreden und treffen, miteinander telefonieren und dann beten am Telefon oder per Videokonferenz. Ich bitte dich jetzt, schau dir die Fragen an, die gleich eingeblendet werden, denke darüber nach und strecke dich nach Jesus aus. Strecke dich danach aus, mit ihm in einer Verbindung zu sein. Hol dir deine Kraft von ihm, stärke dich in ihm und frage immer wieder Gott, was soll ich tun? Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.